Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Abgeordnete. Trotzdem erstmal inhaltlich zu dem Antrag, weil Sie wissen ja, ich bin aus Überzeugung Parlamentarierin und dieser Antrag ist noch mal einer, wo ich nicht nur die Rede halte, um mich zu verabschieden, sondern wo es mir auch wirklich bei dem Inhalt um die Sache geht. Es ist wieder ein Antrag zum Thema der Wasserqualität. Wir hatten schon zu vielen anderen Bereichen hier Reden und Anträgen zum Thema Gülle und Abwasser, zum Thema multiresistente Erreger. Und heute geht es um das Thema Mikroplastik und unser Wasser. Und Wasser ist eine unserer wesentlichen und wichtigen Lebensgrundlagen. Wir dürfen damit nicht leichtfertig umgehen. Aber bezogen auf Plastik geschieht das im Moment, ob es aus Gedankenlosigkeit ist oder aus Profitgier, sei mal dahingestellt. Aber es passiert einfach, dass unsere Umwelt damit belastet wird. Und so praktisch Kunststoffe für viele Bereiche sind, so faszinierend Nanotechnologie ist, all das darf unsere Lebensgrundlage nicht nachhaltig und dauerhaft gefährden. Es ist wichtig, dass wir die Chancen nutzen, aber dass wir die Risiken minimieren, dass wir sie mitdenken und dass wir Lösungen der negativen Auswirkungen von Anfang an mitdenken, also nicht am Ende, end of pipe, sondern von Anfang an. Von 1994 an bis heute hat sich der Plastikabfall fast verdoppelt, 2015 knapp 6 Millionen Tonnen in Deutschland und davon werden nur 20% recycelt. Die Qualität leidet beim Recyceln und neuer Kunststoff kostet sehr wenig. Das heißt, wir produzieren immer mehr und mehr und aus dem weggeworfenen Kunststoff, aus den Verpackungen, aus Plastikflaschen, die sich zersetzen, beim Waschen von Synthetikkleidung, bei Reinigungsmitteln und Waschpulver, bei Shampoo und Kosmetik, überall da fallen am Ende Mikroplastikpartikel an und es sind unzählige Quellen und deswegen gibt es nicht nur eine Dimension als Antwort, sondern wir müssen an mehreren Punkten anpacken. Wir müssen die Herstellung und die Einträge in die Umwelt minimieren. In Niederlanden gibt es den ersten Supermarkt, der mit 74 Geschäften folgen will, wo es keinerlei Kunststoffverpackungen mehr gibt, sondern nur natürlich hergestellte, biologisch abbaubare Materialien. In 12 Wochen sind sie Kompost. Wir haben auch in Ruanda 2008 schon das Verbot der Plastiktüten gehabt und jetzt wollen sie ein grundsätzliches Plastikverbot. Also wir brauchen hier auch eine deutsche Strategie zur Minimierung und wir müssen eine Strategie entwickeln, wie wir die Mikroplastikmengen, die in den Gewässern sind, wieder entfernen können und wie wir sie aus dem Kreislauf zurückholen. Wir haben gerade ganz aktuell, und da kann man auch nicht mal wieder irgendwie die Augen zumachen, wie das der ein oder andere hier in diesem Plenum gerne tut, die Studie vorliegen von dem Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven, die klar machen, wie groß ist die Belastung sogar des Eiskerns in der Arktis mit Mikroplastik. 5 Partikel, kleinste Teilchen unter 5 mm bis 11 Mikrometer sind nachgewiesen worden. Mehr als 12.000 Mikroplastikteilchen pro Liter Meereis von 17 verschiedenen Kunststoffarten. Das sind Verpackungen, denn man kann die Herkunft des Kunststoffes auch nachweisen. Verpackungen, Zigarettenfilter, Lacke von Schiffsanstrichen, Nylon. Es sind unglaublich viele Substanzen, die da nachgewiesen werden. Und wir wissen, sie finden sich wieder in Kleinsttieren, Kleinstlebewesen, Ruderflusskrebsen, Wimperntierchen und dann auch in Muscheln und Fischen. Und am Ende finden wir sie bei uns wieder. Und wir wissen schon heute, dass bei den Tieren nachgewiesen werden kann, dass es Entzündungsreaktionen gibt, dass sie weniger fressen, dass es eine weniger erfolgreiche Fortpflanzung gibt. Also es ist einfach eine Dimension dessen, was wir hier an Folgen durch unser leichtfertiges Handeln in Kauf nehmen, dem müssen wir Einhalt gebieten. Und es sind nicht nur die Tiere, es ist nicht nur, dass die Lebewesen im Wasser davon betroffen sind, sondern in den Industriestaaten, und da gehören wir ja nun zu, lässt sich nahezu in jeder Urin- oder Blutprobe nachweisen, dass Bisphenol A vorhanden ist. Das ist einer der Weichmacher der Kunststoffe, es ist in vielen Plastikprodukten des Alltags, in Flaschen, in Verpackungen. Und wir nehmen diese Mikropartikel zu und sie werden nachgewiesen, dass Bisphenol ist da und wir wissen, welche Folgen und Konsequenzen das hat. Bei übermäßiger Aufnahme können Krankheiten, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten auftreten. Es sind viele der Zivilisationserkrankungen, die zunehmen und die von diesen Substanzen und Stoffen unterstützt werden. Das ist nicht die einzige Ursache, aber es ist mit einem Faktor,
der dieses befördert. Und da können Sie so viel dazwischenbrüllen, wie Sie immer wieder tun an der Stelle. Es ist so, und vor diesen Realitäten kann man die Augen nicht schließen. Da dürfen wir nicht einfach so weitermachen. Jeder und jede kann was machen, Kosmetika, Waschmittel, verpackungsarm einkaufen, klar, aber das reicht nicht. Wir können das Problem nicht individualisieren, sondern wir brauchen eine politische Verantwortung, die übernommen werden muss im Interesse unseres Landes, unserer Umwelt, unserer Gesundheit. Und damit bin ich auch bei dem politischen Teil schon wieder bei einer guten Überleitung. Nämlich die Gesundheit der Menschen lag mir immer am Herzen, sie liegt mir auch weiterhin am Herzen. Und dementsprechend, Sie haben es eben gesagt, das ist, Herr Präsident, meine letzte Rede. Nach 26 Jahren landespolitischen Aktivitäten bei den Grünen, 13 Jahre, wie Sie eben gesagt haben, als Landtagsabgeordnete, 7 Jahre als Ministerin, werde ich jetzt Mitte Mai mein Mandat niederlegen. Es ist meine letzte Rede. Ich möchte mich deswegen an dieser Stelle noch bedanken. Also erstmal politisch bin ich sehr froh, dass ich als Parteivorsitzende, und ich glaube, wenn ich in die Runde gucke, ich bin die Letzte, die von der damaligen Runde übrig geblieben ist, nämlich als Parteivorsitzende mit dem Kollegen Priggen, Frau Höhn, Herrn Vesper, die erste rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen verhandeln. Danach sind viele Ministerpräsidenten und viele Verhandlungsrunden gefolgt, von Clemens Steinbrück und als Krönung dann endlich eine Frau mit Hannelore Kraft und einem etwas anderen Regierungsstil. Also ich durfte viele der Koalitionen begleiten, ich durfte als Abgeordnete 10 Jahre lang Sprecherin für Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheits- und Pflegepolitik sein, durfte Frauen- und Queerpolitik machen. Und ich muss sagen, ich bin dafür dankbar. Dankbar, weil ich bin eine von den Menschen, die in die Politik gekommen sind als Überzeugungstäterin. Ich wollte und ich will was verbessern und ich will, dass diese Welt für die Menschen in vielen Stellen einfach die Probleme, die unnötigerweise da sind, dass sie die den Menschen erspart. Ich möchte mich deswegen bei vielen von denen, die mir ermöglicht haben, diese Chancen an den unterschiedlichen Stellen zu nutzen, bedanken. Ich möchte mich bei den Wählern und Wählerinnen bedanken, die immer wieder den Grünen auch die Stimme gegeben haben, um in den unterschiedlichen Konstellationen hier Politik zu gestalten. Und vor allen Dingen auch bei denen, die nicht nur alle 5 Jahre ihr Kreuzchen gemacht haben, sondern die darüber hinaus in dieser Demokratie sich aktiv beteiligt haben. Diejenigen, die Mails geschrieben haben, am Anfang kamen noch mehr Briefe als Mails, die ihr Schicksal, die ihre Probleme beschrieben haben und die mit ihrer Problembeschreibung uns einfach berührt haben. Und viele dieser einzelnen Initiativen der Menschen haben manchmal ganze Prozesse ausgelöst, haben manchmal Gesetze dann oder Änderungen im politischen Handeln wirklich zur Folge gehabt. Und ich bin dafür dankbar. Ich bin auch den Verbänden und Initiativen dankbar, die in all den Jahren mir ihren Blick, ihre Augen, ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Denn Abgeordnete sind Menschen wie jeder andere, die draußen im Land vorher ihren Job, ihre Aufgaben gemacht haben. Und man ist plötzlich für so viele Bereiche zuständig. Und wenn einem nicht Menschen ihre Augen, ihren Blick, ihr Wissen, ihre Empathie leihen und einem auch helfen, dass man politische Sachen und Fakten auch mit ihren Augen sieht, dann kann man als Abgeordneter zwar vielleicht Entscheidungen treffen, aber man schmort im eigenen Saft und man kann nicht für dieses Land die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Also auch herzlichen Dank an all diejenigen, die mich da über Jahre hinweg unterstützt haben. Aber auch herzlichen Dank an die Landtagsabgeordneten. Und zwar habe ich da nun viele im Laufe der Jahre erlebt, der unterschiedlichsten Fraktionen, der unterschiedlichsten Parlamente. Natürlich bei meinen grünen Abgeordneten, aber es gab auch viele der CDU, FDP und SPD-Abgeordneten, mit denen man gerungen hat, gestritten hat, aber immer im Interesse des Landes versucht hat zu kämpfen und auch Veränderungen voranzubringen. Auch gilt mein Dank den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Landtags in den unterschiedlichsten Funktionen, weil auch das ist das Backoffice, ohne dass man letztendlich nicht wirklich hier funktionieren kann. Und der allerletzte Dank gehört meinen beiden Söhnen, die mehr oder weniger hier mit groß geworden sind. Den ersten sieht man noch auf den Verhandlungsbildern mit Rau. Der zweite pendelte immer hier auf den Gängen hin und her. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil Sie natürlich an der einen oder anderen Stelle zurückstecken mussten. Gerade als alleinerziehende Ministerin war das nicht immer so ganz einfach. Er gehört Ihnen, weil ich glaube, Sie haben das trotzdem alles sehr gut für sich verinnerlicht. Sie mussten lernen zu argumentieren, um bei mir zu Wort zu kommen. Und ich glaube, Sie haben das gut hingekriegt und vor allen Dingen haben Sie mich immer wieder geerdet. Eins ist in dieser Legislaturperiode anders. Und ich muss sagen,
Der heutige Plenartag, da ist es dann, so sehr es einem auf der einen Seite immer schwerfällt, loszulassen nach so vielen Jahren, gibt es auf der anderen Seite was, was es einem doch wieder etwas leichter macht. Denn in diesem Landtag ist eine Kälte und eine Feindseligkeit, eine Frauenfeindlichkeit, eine Homophobie, es sind rassistische Positionen, menschenverachtende Haltungen eingezogen, die ich finde, die in diesem Land und in diesem Parlament nichts zu gehören haben. Eine solche Dimension haben wir zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen in der Form. Und ich hoffe, dass das mit diesem Parlament nicht nur das erste, sondern dann auch das letzte Mal war. Ich finde, heute der Tagesordnungspunkt 2 hat uns das noch mal ganz deutlich gezeigt, in welche Richtung hier welche Stimmungen gehen. Und das ist nicht die Stimme des Volkes, sondern die Stimme des Volkes. Und für das Volk reden wir alle in diesem Parlament und vertreten die Menschen. Meine Damen und Herren Abgeordneten, wir, all die Demokraten und Demokratinnen in Nordrhein-Westfalen, müssen den Menschen wieder die politische Heimat bieten, damit sie nicht aus Wut und aus »Ich will es euch mal zeigen« diejenigen wählen, die eigentlich nicht für sie sprechen, sondern die ihnen schaden, damit sie nicht aus politischer Verdrossenheit und Vertrauensverlust in die falsche Richtung gehen. Ich glaube, Politik muss wieder authentischer, ehrlicher und auch so werden, dass unbequeme Wahrheiten nicht weggeredet werden, sondern dass zu ihnen gestanden wird und dass politische Botschaften nicht schön geredet werden, sondern dass sie klar benannt werden. Und deswegen hoffe ich, dass diesem Parlament, das auch in dieser Legislatur gelingen wird. Ihnen persönlich wünsche ich allen Gesundheit und eine gute Hand für diese wesentlichen und wichtigen Aufgaben. Herzlichen Dank. Applaus